Corona kostet Leben, Gesundheit, Existenzen. Das Virus macht wütend, spaltet die Gesellschaft und es zerstört Freundschaften. Unter dem Titel Der Riss beschreibt die SZ-Journalistin Elisa Schwarz das Corona-bedingte Ende einer Frauenfreundschaft. Sie will wissen, wie kam es zu dem Bruch? Wie kann man sich entfremden nach über 20 Jahren intensiver Freundschaft? Trauzeuginnen, durchtanzte Nächte, gemeinsame Ferien, innige Verbundenheit, bis Covid-19 kommt. Sandra Röhren hält Corona für ein gefährliches Virus. Ihre Freundin teilt auf WhatsApp Links zu Verschwörungsgruppen, wo angezweifelt wurde, dass es Corona gibt, dass Corona eine höhere Mortalität hat als die Grippe. Beide Frauen arbeiten im Krankenhaus. Sandra Röhren denkt, du bist doch Krankenschwester, du weißt doch, wie es ist, wenn Menschen um ihr Leben kämpfen. Du hast es ja selber erlebt. Es ist ein langsamer Prozess der Entfremdung. Was mir auch zeigt, dass die Freundschaft sehr intensiv war, weil sie lange daran geglaubt hat, dass ihre Freundin nur eine Phase hat, wie man es ja von vielen Freundschaften kennt. Besonders findet Elisa Schwarz, dass beide Frauen aus komplett unterschiedlichen Perspektiven ein gemeinsames Gefühl beschreiben, also den Verlustschmerz eigentlich, den sie gespürt haben. Der Riss ist kein Einzelfall. Ein Teufelskreis ist entstanden. Weil sich die Kommunikation verlagert in die sozialen Netzwerke mit den unglaublich vielen Interpretationsoffenheiten. Elisa Schwarz plädiert für mehr Zuhören. Ihre Hoffnung? Dass dieses Jahr 2021 jetzt nicht nur das Jahr der Impfungen wird, sondern auch der Versöhnung in der Gesellschaft.